Hallo Leute, da sind wir wahrscheinlich im finalen Part des Ranel-Steinwerks. Am Ende des letzten Parts habe ich dann nochmal kurz aufgegeben, aber schnell die Lösung gefunden. Hier geht es weiter. Eine Bombe rein, ganz offensichtlich. Das sah nur ganz komisch aus, halt das, weil das in der Luft hing. Aber offensichtlich geht das hier ganz leicht. Das kann ja sogar in der Luft schweben. Nehmen wir mal im Ernst, wie verlagert das sein Gewicht? Das Ding steht hier rum, ja, dann fällt es um. Und bleibt noch genau... Das geht gar nicht. Das ist unlogisch. Hier ist viel mehr Gewicht, zumal ich gerade draufstehe. Ja, okay, Moment mal, es ist fest verankert noch am Boden, deshalb geht es wahrscheinlich noch. Trotzdem ist das sehr, sehr mysteriös. Das kann eigentlich auch nicht sein. Wenn ich eine Bombe reinschmeiß und es dadurch umfällt, dann ist die Verankerung im Boden niemals mehr so stark, um das Gewicht plus Link auszuhalten. Naja, hier müssen wir auf jeden Fall wieder sauber machen. Und da ist wieder ein Zeitkristall. Und eins dieser Viecher. Tschüss. Ein Glibber. Und Vergangenheit. Der Boski. Mhm. Bloß wie kommen wir ran? Okay. Ich sehe es. Also zumindest sehe ich, wie es weitergeht. Wir müssen nicht dort drunter springen, da bei dem Kristallschalter, sondern wir müssen zurückrennen. Diesen Laserzyklopen ignoriere ich mal. Hier passt man natürlich auf. Und jetzt brauche ich das Teil da. Kann ich das dadurch holen? Okay. Dann ist es so, wie ich mir gerade denke. Es geht hier weiter. Ja, ja, ja. Uns fehlen ja auch noch, ich glaube, zwei Truhen, oder? Wie schaut's aus? Ja, diese und diese. Komme ich vielleicht irgendwie jetzt an die ran? Nee, oder? Ich muss scheinbar hier raus. Da vorne muss eine Tür sein. Was? Dran vorbeigelaufen? Okay, dann ist sie hinter einem dieser... What the fuck, was ist das? Hör mal auf da oben! Okay, wegblasen kann ich ihn nicht. Reinhauen kann ich ihm auch nicht. Vorsicht, er schießt wieder. Okay, beeilen wir uns einfach mit der Arbeit. Schnell eine Bombe reinschmeißen. Fuck. Wegstecken. No, dann halt nicht. Die kann man ja Gott sei Dank besiegen, wenn man richtig schlägt. Diese Bomben hier. Wir brauchen auch Bomben. Wir müssen da oben rein. Jetzt hat's geklappt. Und da sind noch weitere Bomben, falls sie uns ausgehen. Aber was ist das hier? Irgendwie soll hier eine Tür sein, ist aber nicht. Das heißt, sie ist wohl ein Stockwerk tiefer. Boah, ich will nicht den Typen anvisieren, ich will die dreckige Tür hier anvisieren. Ich weiß eh nicht, wie ich den besiegen kann. So, jetzt. Entweder ist die Tür jetzt... Nee. Eins, zwei und drei. Es sind... diese komischen Hände darauf abgebildet. Einmal zwei, einmal drei und einmal einer. Aber was soll das heißen? Es geht hier doch nicht weiter. Das ist irgendwie so eine Art Code, schätze ich... Oh. Ich brauche dich da. Moment, Moment, Moment. Da war ein Schalter. Holt der den? Nee. Gut, dann muss ich dich mühsam zu mir fegen. Komm her. Boah, ich muss endlich wissen, was ich gegen den machen kann. Gescannt habe ich ihn ja, glaube ich, schon mal. Deswegen lese ich es jetzt nicht vor.
super. Ich kann es mit meinem Schild zurückschleudern, ja. Schon mal gesehen, wie viel Leben der Teil hat? Das ist fast im Arsch. Alter, hör halt dann auf. Ich hatte keine andere Wahl. Moment mal, ich glaube, ein erfolgreicher Konter kostet mich gar keine Schildanzeige. Tschüss. Tschüss. Komm, schieß nochmal. Ich will dich loswerden. Idiot. So, jetzt ist endlich Ruhe. Wow, wie viele Rubine es für den gibt. Endgeil. Aber der hat mir jetzt voll viele Herzen abgezogen. Ich hätte es schon viel früher riskieren sollen. Ich habe gar nicht so viel Schildanzeige verloren. Aber ihr seht es ja oben links. Mein Schild ist so im Arsch. Da bin ich jetzt eher vorsichtig. Gut. Jetzt darüber. Komm. Ja. Und jetzt lass mich nochmal gucken. Weil da unten muss eine Tür sein. Ja. Und die bringt mich zur Truhe. Okay. Dazu muss ich darüber, mehr oder weniger. Wir kommen schon noch an die Truhe ran, oder schafft er... Nee, den Sprung schafft er nicht. Wir gehen jetzt erst einmal hier rüber. Das Ganze muss man sich wirklich gut anschauen. Hier scheint eine Abkürzung zu sein. Da kommt man vielleicht sogar so dahin? Nee, nee, da war keine Verbindung. Shit. Herzen bräuchte ich. Nee. Keine Bomben, Herzen. So, was ist jetzt hier? Ach Gott, da müssen wir schon wieder Bomben reinschmeißen. Einmal in den Krug. Ja. So. Ein Kristallschalter. Gut. Aber was hat er jetzt gebracht? Nichts. Okay. Dann weiß ich schon. Das, was wir da vorhin mit diesen komischen... Ups, was habe ich jetzt gemacht? Fuck. Was wir da vorhin mit diesen komischen Händen da gesehen haben. 1, 2 und 3. Das ist die Kombination, in der ich hier diese Kristallschalter auslösen muss. Ich verwette meinen Arsch, dass auch hier einer ist. Ja. Jetzt haben wir glücklicherweise den ersten schon mal richtig aktiviert, oder? Es war doch 1, 3, 2, wenn ich mich recht erinnere, oder? Naja, wir werden es schon sehen. Vögelchen, könntest du mal zur Tat schreiten? Wäre nett. Ist es jetzt richtig oder habe ich es vertauscht? Die 1 und die... Ne, passt. Okay. Ja gut, dann haben wir schon mal Zugang zum Boss-Key, aber die Truhe haben wir immer noch nicht. Die eine da. Da werde ich mir schon noch einen Weg suchen. Will ich auf alle Fälle auch noch haben. Da wird sich schon noch einen Weg finden lassen. So, oh nein. Oh! Gleich zwei von denen. Der Gegner hat mir
verdammt viele Leben abgezogen das letzte Mal. Was habe ich? Ich habe 2 Feen und einen Supertrank. Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Das erste Leben ist einfach. So lange da oben drehen, bis er die Fresse aufmacht. Jetzt schnell auf die andere Seite, Link! Nein, du Idiot! Oh, Honk. Vorsicht, ich geh mal raus, weil wir haben den anderen jetzt auch noch aufgeweckt. Ja, wie er kommt, wie er kommt, wie er kommt! Aber ich glaube, der ist der eine mit dem einen Leben. Ist er das? Ja, das war er. Okay, den haben wir down gekriegt. Hey, wieso gibst du mir nur ein Herz? Ja, die anderen haben mir 3 gegeben. Der hat noch beide Leben, also ist er noch nicht so effektiv. Ja, komm, mach auf. Achso, okay. Bam und... Ach, das gibt's doch nicht. Na, lauf weg! Wie er durchdreht. Komm, spring. Komm. Spring auf mich zu wie eine Katze. Ja, genau. Link, 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 Link. Okay, ist offen. Und... Tschüss! Ist nicht drin. Okay. Aber er fällt mir irgendwie trotzdem leichter als beim letzten Mal. Jetzt haben wir ihn ja sogar besiegt, ohne einmal getroffen zu werden. Okay, ich mache doch Fortschritte an alle Kritiker des SS-Let's Plays. Auch wenn ihr das nicht so... glauben mögt. Ich gebe ja zu, ich bin kein Fan der Motion-Steuerung und ja, ich komme auch schwer damit zurecht. Das gebe ich ja vollkommen zu. Aber dass dann gleich Leute irgendwie mit du bist dumm und so weiter kommen, das zeugt von ihrer eigenen Dummheit, meiner Meinung nach. Wir haben das uralte Gebilde erhalten, was natürlich den Boss-Key darstellt. Ach so! Wisst ihr, was das war? Was sich gerade geöffnet hat, das war die Tür, wo wir hinwollen. Hier, die da. Die war sowieso zu. Die öffnet sich erst, wenn wir mit dem Boss-Key antanzen. Ach, da unten ist ein Weg. Oder? Ja, natürlich da unten. Nein, ich bin... Oh Gott, ich hab's doch gesehen. Das freut jetzt natürlich die Kritiker. Ja, aber komm, ey. Ja, du bist doch auch einer, ey. Begrüßt mich hier gleich mit einem Laser. So geht's aber auch nicht, du, gell? Ich stech dir sonst ins Auge. Down. Könnte ich hier noch 2 Herzen bekommen? Nein, nur Geld. Okay, okay. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier rüber. Oh, und das ist schwer genug. Ich sehe ja nicht mal was. Ah, so ist die Kamera sich ganz toll. Ach Gott, da ist auch noch Luft dabei. Das muss man auch noch mit einberechnen. Ja, komm, hey. Habt ihr gelitten oder was? War schon ein bisschen krass, oder? Naja, laufen wir mal auf gut Glück. Komm, Link. Geht an dem ersten vorbei. Nein, nein, nein. Das habe ich mir gedacht, dass er keine Power mehr hat. Boah, darüber zu kommen ist ja krass. Ja, darf ich nochmal raus? Ich werde sterben. Ja, das musst du nicht gleich übertreiben, Link. Ich wollte nur auf sicheren Boden. Nee, also das ist ja... Hammer. Ich darf nicht mal eine Rolle machen, weil er sonst runterfällt. Aber so fällt er auch runter, wenn der... Okay, Lacker. Okay. Chill. Chill. Ich hab doch nichts mehr gedrückt, chill! Okay, wir bekommen nochmal eine Chance. Langsam, langsam, langsam. Ganz ruhig angehen. Okay, wenn man nicht rennt, dann kann er sogar das Tempo mehr oder weniger beibehalten. Das sehe ich auch erst jetzt. Dann ist es doch deutlich leichter. Ich dachte, wenn ich nicht renne, also nur laufe, dann schleudert es den hinter wie noch was. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Okay. Wo ist die Truhe? Da hinten. Wir müssten gleich da sein. Ich sehe sie, aber es ist leider nur eine kleine und somit nur 20 oder ja, 10 oder 5 Rubine. Ne, 10 gibt es ja gar nicht mehr. 5 Rubine. Was willst du denn? Ein Herzchen geben? Danke. Hier kann man sich noch eine Abkürzung schaffen. Oh, Scheiße. Noch ein Herz. Komm her. Herzi. Yay. Mit dem Schwert. Gut.
Abkürzung besteht. Und ansonsten müssen wir nur noch die Boski-Tür aufsuchen. Denn wir sind jetzt durch. Wir haben alles mehr oder weniger gut geschafft. Ich weiß, das sehen wieder alle zweigeteilt. Aber ich bin trotzdem froh, hier durch zu sein. Und die Tür ist direkt da vorne. Ach ja, klar. Speichern noch, bevor wir hier beenden. Also eigentlich bin ich ja immer so jemand, der es cool findet, vor dem Dungeon-Boss nochmal den Part zu beenden. Oh, achso, ich muss da drauf. Fuck. Was habe ich jetzt verkackt? Aber ich sehe gerade, dass wir noch ziemlich viel Zeit übrig haben. Na gut, das heißt viel. Wir haben noch Zeit, um das noch schnell hinzukriegen. Es sei denn, ich fehle jetzt, dann werde ich mich ärgern. Aber ich bin jetzt einmal nicht so böse und mache den Boss noch, ohne den Part zu beenden. Das freut euch natürlich. Ich weiß. Ja. Boah. Das sieht ein bisschen kompliziert aus. Okay, nein, ist es gar nicht. Ist das schon richtig, oder? Was bemängelst du? Okay, da oben. Okay, dann drehen wir das mal. Auch falsch? Lass mich nochmal gucken. Das sah nicht ganz gut aus. Nee, 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 nee. Ach Gott. Das muss nach unten. Das ist da hier. So. So ist es. Jo. Jo, 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 jo. Genau. Passt! Tür geöffnet. Rein da! Was erwartet uns? Dass er sich allen Ernstes immer noch wundert, dass die Tür zugeht. Sand. Und da ist er auch schon. Der Boss. Oh. Dunkler Äonenskorpion, Molduk, irgendwas. Okay. Fei, ich bitte zu scannen. Du stehst Molduk hart gegenüber. Der dunkle Äonenskorpion, wie dieses Wesen auch genannt wird, ist ein 1000 Jahre alter und ausgewachsener Minigat. Sein Körper ist zu 90% von einer Panzerschicht überzogen, die jegliche Schwertangriffe abwehrt. Jo, mehr Details. Was, echt? Dies sind alle Daten, die ich bisher in Erfahrung bringen konnte. Ja, wenn er mehr weiß, teilt er es mir mit über mein Ding. Also, ich kann ihn nicht mit meinem Schwert verletzen? Ja, was denn dann? Doch wohl kaum mit dem Dungeon-Item. Ich meine... Ja, das kann nicht sein. Nee, er sagt, der Panzerschicht. Ich glaube, hier die Scheren sind schon zu verletzen. Das kann doch auch gar nicht anders sein. Der macht doch auch so komische Bewegungen schon. Ja, 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 klar. Da kann ich dir eine reinschlitzen. Nimm das. Er drängt mich gegen die Wand. Böse Taktik. Aber darauf fallen wir nicht rein. Nimm das. Immer schön, so wie er seine Scheren halt öffnet, zuschlagen. Komm, 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 komm. Da. Die eine ist weg. Die kriegen wir auch noch. Ich lade mal die Riesenwirbelattacke. Geht das? Okay, während ich anvisiere, nicht. Scheiße, konnte er abwehren. Jetzt macht er schneller wieder zu. Mit nur einer Schere ist er sich unsicher. Noch einmal, glaube ich, dann war es das. Yes! Scheiße. Oh, 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 was machst du da? Hör auf! Sonst kriegst du eine. Das wird dir mehr wehtun als mir. Ja, ist die mal kaputt? Komm. Jetzt aber, komm.
Also bisher ist er aber eigentlich relativ dumm. Und jetzt kann ich ihn auch frontal angreifen, oder was? Also schwer ist er bisher nicht. Er läuft mir größtenteils nur hinterher. Baut jetzt halt auf den Überraschungsmoment. Moment, muss ich den vielleicht sogar jetzt hier so rausmachen? Ja, bestimmt. Wo ist er denn? Ach, da. Komm mal raus da! Schluss mit dem Spielchen. Hi. Jetzt gibt's auf die Augen! Au, der tat weh. Ja, jetzt geht er irgendwie auf Defensive. Wie soll ich denn gegen den agieren? Ich kann eigentlich nur noch zustechen, weil das Auge ist ein bisschen von der Panzerung umhüllt. Aber er hat währenddessen freien Zugriff auf mich. Ich kann mit seinem Schwanz total gut attackieren. Da gibt es mit Sicherheit eine gute Taktik, dem allem auszuweichen. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, welche das sein könnte. Ich werde jetzt, bevor ich irgendeinen Trank nehme, auf alle Fälle die ganzen Herzkrüge nochmal nehmen. Gut finde ich aber, dass es weniger sind als bei den anderen Bossen. Das hebt den Schwierigkeitsgrad schon mal. Komm wieder raus. Jetzt. Stech zu! Oh, fuck. Ich habe einfach Probleme mit dem Stechen. Ich weiß es nicht. Bin ich echt der Einzige, der so Probleme mit der Motion-Steuerung hat? Die angeblich so gut sein soll. Es für mich aber definitiv nicht ist. Jetzt macht er schon wieder den Scheiß. Ja, ich muss ihn besser erwischen. Ich muss direkt vor ihm stehen. Dann funktioniert es auch. Junge! Wir sind hier eigentlich schon aus dem Sandkastenalter raus. Du meinst echt... Boah, hör mal auf, ey! Immer das Gleiche von dir. Dein Schild ist zerbrochen. Um ehrlich zu sein, dieser schnelle K.O. verwundert mich. Ich, ja. Hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich ihm gerade mal 50% der Leben abgezogen habe. Okay, also mein Tipp, den ich jetzt so sagen kann, ist auf jeden Fall, mit den Scheren werdet ihr kein Problem haben. Oh, okay. Das war es doch noch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn es gegen das Auge geht, direkt vor ihm stehen und zustechen. Wenn er einen Angriff startet, lauft weg. Bleibt auf Defensive, nimmt das Schild und blockt das ab. Man sieht, von welcher Richtung er mit seinem Schwanz schlagen wird. Geht einfach in die andere Richtung. Das konnte ich jetzt nicht mehr anwenden, weil er irgendwie zu schnell down ging. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal zeigen, wie gut ich jetzt gegen dich kämpfen kann. Aber so stehe ich doof da mit nur einem Herz. Ja. Herzcontainer. Ein weiteres Herz, 903 Rubine und die Tür, die mit Sicherheit viele Fragen klären wird. Im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann einen Daumen hoch. Wenn nein, du kannst nicht kämpfen, du dummer Schwunst. Ich schau dich nie wieder, Mann. Dann einen Daumen runter. Oder wenn du meinst, der hat sich Mühe gegeben, es war ja schon unterhalten so. Kannst du auch favorisieren. Bleibt dir überlassen. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann bei Zelda Skyward Sword.